be chasing kites. Hallo, willkommen zu meinem Online-Kurs Grundlagen der Chemie. Ich bin Lehrer Schröder. Heute möchte ich versuchen, das Prinzip von Le, Chatelier und Braun oder auch das Prinzip vom kleinsten Zwang zu erläutern. Also diesmal mal nichts mit Rechnen, sondern eine reine Erläuterung dieses Prinzips. Wird auf ein im chemischen Gleichgewicht befindliches System ein äußerer Zwang ausgeübt, so verschiebt sich das Gleichgewicht derart, dass die Folgen des Zwangs minimal werden. Gut, das Ganze versuche ich jetzt mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Das heißt also, ich brauche dafür irgendein Beispiel. Sollte das irgendwann mal irgendwo gefragt werden, dann tut ihr gut dran, wenn ihr das gleiche Beispiel wählt. Das macht man ganz häufig mit der Ammoniaksynthese. Stickstoff reagiert mit Wasserstoff zu Ammoniak. Das Ganze ist im Gleichgewicht. So, Gleichgewichtsreaktion hin- und rückfallen. Dann habe ich hier mein Ammoniak NH3. Jetzt muss ich das Ganze noch ausgleichen. Ich habe hier zwei Wasserstoff, hier habe ich drei Wasserstoff. Das kleinste gemeinsame Vielfache wäre dann 6. Hier brauche ich drei Moleküle und 3 mal 2 wären dann 6 Wasserstoff. Hier brauche ich dazu zwei Moleküle, 2 NH3, das gibt hier 6 Wasserstoff. Dann habe ich hier zwei Stickstoff auf der rechten Seite, zwei Stickstoff habe ich hier so ohnehin schon. Gut, das ist mein Beispiel. Wie kann ich jetzt einen Zwang darauf ausüben? Jetzt müsst ihr euch irgendwo vorstellen, das Ganze findet in einem Reaktionsgefäß statt. Wir nehmen dafür mal einen Reaktor. Das Ganze ist ein geschlossenes System. Und jetzt kann ich von außen einen Zwang darauf ausüben, indem ich zum Beispiel den Druck erhöhe. Das Ganze soll gasförmig vorliegen, liegt auch gasförmig vor. Das schreibe ich bei diesen Betrachtungen dann mal dahinter. Sonst, wenn ich da eine Flüssigkeit oder auch einen Feststoff drin habe, dann kann sich das Ganze dann natürlich noch ein bisschen verändern. Die darf ich dann in der Regel bei Druckbetrachtung zum Beispiel nicht verwenden. Aber hier liegt alles gasförmig vor und ich möchte jetzt mal den Druck erhöhen. Druck rauf oder wenn ich das ganz abkürze, P soll raufgehen. Das heißt also, ich gucke mir jetzt an, was bei einer Druckerhöhung geschieht. Bei einer Druckerhöhung wird mein System zu der Seite des geringeren Volumens ausweichen. Das heißt also zu der Seite, in der weniger stöchiometrische Koeffizienten sind. Hier auf der rechten Seite bei den Produkten, bei meinem Ammoniak, habe ich einen stöchiometrischen Koeffizienten von 2. Hier auf der linken Seite habe ich schon 3 Wasserstoffe und ich hätte hier ja noch einen Stickstoff, den schreibe ich dann normalerweise nicht auf, aber die Summe der stöchiometrischen Koeffizienten beträgt auf der linken Seite 4 und auf der rechten Seite 2. Das heißt also, okay, daraus folgt jetzt also, das System wird ausweichen nach rechts. Das System versucht ja Druck Erhöhung derart auszuweichen, es wird Volumen vermindert. Ne? Die stöchiometrischen Koeffizienten sind ein Indiz für die, für das Volumen. Das Ganze ist über den molaren Normvolumen miteinander verknüpft. Bei 0 Grad sind 22,4 Liter pro Mol und brauche ich jetzt gar nicht unbedingt wissen. Ich kann jetzt einfach sagen, okay, nach rechts. Die Begründung dafür ist, dass das System versucht, den Druck derart auszuwenden, dass weniger Volumen gebildet wird. Es wird also, es wird weniger V gebildet. Es wird also weniger Volumen gebildet. So, wie kann ich jetzt noch weiterhin Druck einen Zwang ausüben auf das System? Ja, Druck haben wir. So, jetzt kann ich eine Konzentration erhöhen. Ne?
Ammoniak möchte ich am Ende rausbekommen, das ist mein Produkt, da gibt sich eine Konzentrationserhöhung keinen Sinn, aber ich könnte zum Beispiel hier Stickstoff oder Wasserstoff, eins von beiden erhöhen, welches wäre prinzipiell egal für die Erläuterung. Konzentrationserhöhung, kürze ich mal ab, Konzentration rauf von N2. Ne? Von der Technik her gesehen ist die Konzentration ein kleines C, das steht für Mol pro Liter Konzentration rauf. Daraus wird sich folgen, okay, wenn ich die Konzentration erhöhe, dann versucht das System dieser Konzentrationserhöhung derart auszuweichen, dass ebenfalls mehr Produkt gebildet wird. Es versucht nämlich automatisch, diese Konzentration hier von der linken Seite abzubilden, und das geht nur, indem mehr Produkt gebildet wird. Also ebenso nach rechts es wird mehr Produkt gebildet, indem also diese Erhöhung an N2 versucht, das System abzubauen. Und wie gesagt, es geht nur, indem einfach mehr Ammoniak gebildet wird. Das ist die Aussage von Le Chatelier bzw. das Prinzip vom kleinsten Zwang. Es wird mehr N2 abgebaut. Dadurch entsteht mehr Produkt. Gut, jetzt muss ich mir angucken, wie kann ich jetzt noch weiterhin einen Zwang auf mein System ausüben. Ich habe den Druck, ich habe die Konzentration, viele von euch wissen es, es geht noch über die Temperatur. Ich kann also die Temperatur erhöhen. Temperatur erhöhen oder technisch gesehen will ich schreiben Theta rauf. Daraus folgt dann, oh, jetzt kommt natürlich eins wieder. Wenn ich die Temperatur erhöhe, dann muss ich wissen, handelt es sich hier um eine exotherme Reaktion oder um eine endotherme Reaktion. Das kann ich einer Reaktionsgleichung nicht ansehen. Das muss man einfach wissen. Das Ganze sind Tabellenwerte und das möchte ich hier mal vorgeben. Das heißt, die Reaktionsenthalpie muss ich dazu kennen. Delta RH ist in diesem Falle negativ. Ich brauche die genaue Zahl zur Einschätzung nicht wissen. Ich muss nur wissen, dass ob es negativ ist oder positiv ist. Wenn ich jetzt vorgebe, dass es negativ ist, das heißt also, das ist eine exotherme Reaktion. Von links nach rechts ist die Reaktion exotherm. Das heißt also, die Rückreaktion ist dann automatisch endotherm. Gut, das muss ich dafür wissen. Wenn ich jetzt die Temperatur erhöhe, dann versucht dieses System dieser Temperaturerhöhung auszuweichen, um bevorzugt in diesem Falle die Rückreaktion, die endotherme Rückreaktion zu bilden. Die ist nämlich wärmeverbrauchend. Nach links. Die Endotherme, also die wärmeverbrauchende Rückreaktion, wird bevorzugt gebildet. Gut. So, das waren also meine drei Einflussgrößen, wie ich einen Zwang auf so ein System ausüben kann. Druck, Konzentration und die Temperatur. Ich könnte jetzt noch einen Katalysator dazu nehmen, der beeinflusst aber nicht die Lage meines chemischen Gleichgewichtes. Ein Katalysator bewirkt eine Herabminderung
der Reaktionsenthalpie. Also das Ganze findet schneller statt, aber die Lage wird dadurch nicht beeinflusst. Die Aussage, die ich jetzt am besten oder die ich machen kann, lautet folgendermaßen, also das Ganze findet nach dem Prinzip von Le Chatelier nach Möglichkeit bei einer tiefen Temperatur und hohem Druck mit einem Überschuss der Ausgangsstoffe statt. Das Ganze habe ich versucht gerade zu erläutern. Jetzt ist eine geringe Temperatur allerdings relativ, weil ich möchte natürlich, dass das Ganze auch irgendwann stattfindet. Und dazu brauche ich in der Regel Temperatur. Das heißt, ich muss von der Technik her gesehen da so einen Kompromiss schließen, weil wenn ich mit der Temperatur zu tief gehe, dauert es viel zu lange. Oder ich brauche auch einfach ganz bestimmte Temperaturen, damit das Ganze überhaupt stattfindet. Also da muss ich am Ende so einen Kompromiss schließen und das Ganze ist nicht so ganz einfach. Gut, ich hoffe, ich habe euch das Prinzip von Le Chatelier und Braun etwas näher gebracht. Ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Es ist, ja, ich habe trotzdem jetzt noch gute 11 Minuten gebraucht, aber gut. Hinterlasst mir einen Kommentar, schreibt, wie es euch gefällt hat, schreibt mir auch, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal wieder. Bis dann und tschüss!